bei uns unser Coach, Dynamo Dresden, glaube ich, als absolute Top-Mannschaft. Hier auch genau das abgeliefert, was man irgendwie erwartet hat. Die Tore waren jetzt in meinen Augen eher glücklich. Wie würdest du das Spiel zusammenfassen? Ja, im Endeffekt waren sie einfach effektiver als wir. Ja, und wir haben die Durchschlagskraft nach vorne zwar bis zu einem gewissen Punkt gehabt. Terence kann sicherlich auch die zwei Kopfbälle, die hat er auch schon versenkt. Ja, das hat der Gegner dann eben besser gemacht. In einen Eckball haben sie reingeköpft. Nichtsdestotrotz, wir bleiben da dran, wir bleiben in unserem Spiel und wir müssen weiter den Kopf oben halten und dran glauben. Ja, und am Freitagabend in Halle muss die Post abgehen. Jetzt habe ich explizit mal drauf geachtet. Mit Terence haben wir einen Spieler, der selbst sagt, er will den Ball eigentlich nur in der Box haben, er will ihn gar nicht außerhalb haben. Ob wir es hinkriegen, über die Flügel, sage ich mal, bis Grundlinie durchzulaufen. In der ersten Halbzeit waren zwei, drei Aktionen so dabei. In der zweiten Halbzeit stellst du um auf Fünferkette, wahrscheinlich genau deshalb, oder? Nein, es ging vor allem darum, dass wir unsere Konterspieler natürlich auch ins Spiel kriegen, unsere Flügelspieler. Die haben natürlich in der ersten Halbzeit sehr viel nach hinten arbeiten müssen. Ja, das war dann so ein bisschen der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt Mann-Mann, wir liegen 1-0 zurück, ja, gehen einen Tick mehr größeres Risiko. Eigentlich haben wir es gut verteidigt bis zu kurz vor der Halbzeit. Ja, dann haben wir umgestellt, Frido hinten rein, der natürlich dann trotzdem versucht hat, von dort auch alles zu ordnen. Und Golden neben Boyd, um da eben auch nochmal den Gegner so ein bisschen zu fordern. Zwei, drei Situationen waren sicherlich da. Terence, wie gesagt, zwei Kopfballchancen, auch Kevin war mal durch. Also von daher, es waren Dinge da, aber die Effektivität war auf Seiten von Dynamo. Es war für mich, sag ich mal, so 70., 75. Minute fast aussichtslos, dass wir heute noch was reißen werden. Dann habe ich ein bisschen auf die anderen Plätze geguckt. Jetzt hat Halle sich noch einen 3-2-Sieg erkämpft. Ich glaube, am Freitag kann man dann schon irgendwo von den ersten richtig kritischen Spielen sprechen, oder? Wenn es die nicht schon längst gibt. Nein, die sind schon längst da. Ja. Wir haben jede Woche im Endeffekt ein wichtiges Spiel und ein kritisches Spiel, ja, in der Situation, wo wir sind. Aber eins ist auch Fakt, die anderen werden nicht für uns spielen, sondern wir müssen für uns spielen. Wir müssen gucken, dass wir wieder da hinkommen, die Ergebnisse auf unsere Seite ziehen wie vor Weihnachten. Ja, das heute war jetzt kein schlechtes Spiel, aber einfach der Gegner war ein Tick effektiver als wir und wir waren eben nicht so gut, um den Gegner zu schlagen. Trotzdem haben wir ihnen sicherlich auch immer wieder mal wehgetan. Aber da müssen wir einfach dranbleiben. Wir müssen gucken, dass wir unsere Spiele gewinnen. Und auf das konzentrieren wir uns. Die anderen Plätze müssen uns im Endeffekt egal sein, weil die Punkte musst du so oder so holen. Wir gucken, was am Freitag in Halle bei rumkommt. Wir glauben, ein hartes Spiel, auch bei der Witterung, gerade in Halle. Und dann sehen wir uns schon in ein paar Tagen in Halle. Danke dir. Euch.